Bei uns sitzt heute ein echter WM-Teilnehmer. Erik Maxim Choupo-Moting vom 1. FSV Mainz 05 war 2010 in Südafrika dabei, spielt für Kameruns Löwen und seit dieser Saison für den FSV Mainz 05. Und hier ist er, Maxim. Ja, lass uns doch einfach mal an deinen Erlebnissen von der WM in Südafrika teilnehmen. Ja, es war ein unbeschreiblicher Moment natürlich. Es ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich freue mich, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich bin stolz, für Kamerun zu spielen und die WM war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, was bedeutet es denn, ein kamerunischer Löwe zu sein? Ja, also was bedeutet das? Für mich persönlich ist es, ich bin sehr, sehr stolz, ein Löwe jetzt zu sein, für Kamerun zu spielen, weil ich weiß, wie wichtig, welchen Stellenwert Fußball in Kamerun hat. Nämlich einen wirklich höheren als in Deutschland. Wenn Kamerun ein Spiel hat, dann steht ganz Kamerun, das ganze Volk vorm Fernseher oder im Stadion und fiebert diesem Spiel entgegen oder fiebert halt mit. Und ein Teil davon zu sein, ist was ganz Besonderes für mich und das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wenn du dann hier vom schönen Mainz runterfliegst nach Afrika, das ist schon eine enorme Umstellung. Letzte Woche habt ihr in Guinea-Bissau gespielt. Das ist eines der 20 ärmsten Länder der Welt. Wie ist das für dich, wenn du dann dort ankommst? Man fährt durch die Stadt und zum Teil sieht man natürlich, dass schon in gewisser Art und Weise krasse Armut herrscht. Das ist natürlich immer wieder traurig, sowas zu sehen. Ich persönlich finde so eine Reise generell immer als schöne Erfahrung und es ist immer ein Erlebnis wieder, das zu sehen. Zum anderen öffnet es einem auch immer wieder die Augen, sage ich mal, und man sieht, wie gut es einem wirklich selber geht. Deswegen war jetzt auch Guinea wieder eine schöne Erfahrung und noch schöner ist es natürlich immer, wenn man dann positiv zurückfährt und wir haben 1-0 gewonnen und ja, das war gut. Ganz so positiv war es am Wochenende nicht, zumindest vom Ergebnis her. 1-2 in Dortmund. Am Wochenende kommt dein Ex-Club, der 1. FC Nürnberg. Wie sehen da deine Erwartungen aus? Meine Erwartungen sind, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall drin. Die Möglichkeit haben wir und auch das Potenzial. Das haben wir in den letzten Wochen auch gezeigt, auch gerade zu Hause. Jetzt haben wir gegen den deutschen Meister gespielt, da ist es immer schwer. Und das Spiel wollen wir jetzt abhaken und uns 100% auf Nürnberg konzentrieren. Das wird auch wieder sehr, sehr schwer werden. Und aber wir vertrauen auf unsere Qualitäten und versuchen jetzt zu Hause wieder unser Spiel durchzuführen und das Spiel zu gewinnen.